Ich fange nichtsdestotrotz an mit meiner Anmoderation. Faire Produkte anbieten und kaufen, das geht bei Kaffee und Schokolade. Bei Computern, Smartphones und in der gesamten Informations- und Kommunikationstechnologie ist dieser Gedanke hingegen, naja, eher noch fremd. Christian Wölbert schrieb Anfang des Jahres dazu in der CT: Kann ein Smartphone fair, konfliktfrei und nachhaltig sein? Und er hat es gleich beantwortet: Nein, nicht einmal eins davon. Herzlich willkommen also beim Panel Faire IT und Green IT in Produktentwicklung und Produktion. Und jetzt bitte ich gleich hier aufs Podium, Sie können auch gerne gleich alle drei hochkommen. Genau, ich weiß jetzt gar nicht, wie die Namen sind. So, auf der Seite. Ich begrüße Sie zu meiner Rechten, Annelie Evermann. Sie sind Referentin für nachhaltige Produktion und öffentliche Beschaffung bei WEED e.V. Und WEED steht für Weltwirtschaft, Ökologie und Entwicklung. Bevor Sie 2012 zu WEED kamen, haben Sie Jura studiert. Sie waren bei Amnesty International, beim Deutschen Bundestag, beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Und Ihr aktueller Schwerpunkt bei WEED liegt bei den Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Elektronikbranche und der Einhaltung von sozialen Kriterien bei der öffentlichen Beschaffung von IT-Produkten. Sie leiten auch die Projekte Electronics Watch und nachhaltige IT-Beschaffung in Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen, Frau Evermann. Ja, als nächstes Ladies First, Frau Pöll, Sabine Pöll, Sie sind Regierungsdirektorin, auch Juristin und seit 2013 Leiterin der Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung beim Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern. Herzlich willkommen, Frau Pöll, schön, dass Sie hier sind. Last not least, der Herr Felix Elschner, ohne Bart schon festgestellt, nicht wie auf dem Bild. Sie sind Key Account Manager, Fachbereich öffentliche Auftraggeber bei Epson Deutschland. Das heißt, seit 2012 verantworten Sie im Hause Epson Deutschland die Betreuung von Kunden, eben aus den Bereichen Landes- und Bundesbehörden, Kirchen und Wohlfahrt. Außerdem vertreten Sie Epson beim Bitkom, und zwar in den Arbeitskreisen öffentliche Auftraggeber, produktneutrale Ausschreibung und produktbezogener Umweltschutz. Seit 2012 sind Sie zudem Mitglied in der Taskforce Sozial nachhaltige Beschaffung und Sie engagieren sich für die Einführung ökologischer und sozialer Kriterien im Vergaberecht. Herzlich willkommen. Nochmals zurück zur Eingangsfrage. Faire Produkte anbieten und kaufen, wird bei Computern, Smartphones und Co. da tatsächlich Neuland betreten? Und wie ist da der aktuelle Stand der Dinge? Wie sind die Herausforderungen, Frau Evermann? Bitte. Ja, ist ein bisschen albern fast, ne? Stimmt. Ist es an? Ja, gut. Ja, Sie sagten ja gerade, faire Smartphones gibt es nicht und faire sonstige Produkte gibt es auch noch nicht, aber ganz optimistisch würde ich jetzt einfach mal sagen, noch nicht, hoffe ich. Das erfordert aber tatsächlich, dass sowohl die Unternehmensseite als auch die Konsumentenseite da ganz klar ein Ziel vor Augen hat, dass die Arbeitsrechtsverletzungen, die es dort im Moment noch in massiver Weise gibt und auch die ökologischen Auswirkungen eben eingegrenzt werden. Und es gibt da eben erste Schritte. Also ich meine, beim Smartphone ist das Fairphone bekannt, das es jetzt erst seit kurzem gibt, das aber schon sehr viel tut für die Transparenz in der Lieferkette und eben auch Verbesserung einiger Arbeitsbedingungen, Reduzierung von Konfliktrohstoffen in den Produkt und Ähnliches gibt es auch bei anderen Unternehmen. Aus unserer Sicht ist im Moment noch das Problem, dass es oft nicht tief genug in die Lieferkette geht. Also es gibt ja einen Unternehmensverband, der sich mit diesem Thema seit 2004 auch auseinandersetzt, ECC. Dort geht es aber immer wirklich nur in die erste Stufe der Lieferkette und wir sehen, die gravierenden Probleme sind auch dort gegeben, aber eben auch noch weiter runter in der Lieferkette und ich denke, dass die Verantwortung dafür eben auch übernommen werden muss einfach. Ja, danke erstmal für diesen Einstieg. Die Verantwortung dafür, wer sollte die übernehmen? Da fällt natürlich das Stichwort auch mit öffentlicher Auftraggeber, weil Sie als Riesenabnehmer, 360 Millionen Euro war eine Summe, die ich gehört habe, da eine ganz große Rolle spielen. Wie setzen Sie in Ihren Ausschreibungen das Thema faire IT um, Frau Pöll?
Ist schon an? Ja, ist ja. An. Ja, es ist so, dass wir als Bund und gerade als Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Inneren, die wir auch für andere öffentliche Stellen des Bundes mitbeschaffen, da natürlich eine enorme Marktmacht haben. Also wir setzen allein beim Beschaffungsamt eine Milliarde im Jahr um. Also es ist enorm und da gibt es eben, muss man eben Wege gehen, um dann auch da fairere Produkte zu bekommen. Und so haben wir uns überlegt, wie man dazu kommen kann, in die Lieferkette einzusteigen und zur Beachtung von den ILO-Kernarbeitsnormen zu kommen. Wenn wir jetzt als Beschaffungsamt des Bundes entsprechende Dinge allein fordern, dann können wir das tun, können aber das Problem haben, dass wir dann gar keine Bieter finden, die entsprechenden Anforderungen erfüllen. Und damit wäre uns auch nicht gedient, weil wir dann ja unsere Bedarfsträger nicht versorgen können. Und so hatte es dann eine Zusammenarbeit mit Bitkom gegeben. In Bitkom sind ja viele, also mehr als 2000 IT-Unternehmen vertreten. Da wurde dann eine Taskforce gebildet, wo auch der Herr Elschner vertreten ist. Und im Jahre 2012 fingen die Arbeiten an, eine sogenannte Erklärung zur sozialen Nachhaltigkeit zu erstellen. Die ist gemeinsam erstellt worden und nach der wird seit dem letzten Jahr beschafft. Und wir haben jetzt diese Erklärung fortentwickelt und haben dort noch weitere Standards eingeführt, die das Ganze noch ein bisschen verschärfen, die jetzt praktisch am 18.11. veröffentlicht wird. Ja, danke erstmal hierzu. Da gibt es sicherlich auch noch mal was zu dem Thema zu sagen. Was tun, wenn keine Bieter da sind oder wenn man ein Produkt möchte, was es noch gar nicht gibt? Das sagten Sie gerade, haben Sie gerade so ein bisschen angesprochen. Aber was sagten Sie, sprachen schon vom Thema Lieferkette oder eben Stichwort unübersichtliche versus transparente Lieferkette. Herr Elschner, wissen Sie denn eigentlich, wie es in der Epson-Lieferkette aussieht? Ja, wir hoffen, dass wir das wissen. Und das ist auch ein Grund, warum wir uns engagiert mit dem Beschaffungsamt, vor allen Dingen auch unter der Leitung von Bitkom, dort engagieren, um klarzustellen, was die Lieferkette oder wie die Lieferketten einheitlich dargestellt werden können, wo wir hinschauen müssen, wo wir auch vielleicht Verbesserungen natürlich durchführen müssen. Und in diesem Fall ist diese Verpflichtungserklärung für uns ganz wichtig, denn wir sind fast jeder Forderung gegenüber offen. Sie müssen nur vergleichbar und fair und nachvollziehbar sein. Und dann werden wir da auch weiterkommen. Und das wollen wir auch alle. Ich denke, das ist das, was uns alle verbindet in diesem Prozess. Wir wissen, dass wir jetzt erstmal nur über den ersten Karton, über die erste Fertigung, und das ist auch nur der erste Schritt. Und am Ende sollen natürlich alle Schritte irgendwann in der Mine enden, wo wir die Rohstoffe schürfen. Aber das ist ein weiter Weg und den müssen wir jetzt erstmal synchronisieren. Und um da ein bisschen konkreter zu werden, woher wissen Sie denn dann, wie es in Ihrer Lieferkette aussieht? Also was tun Sie dafür? Epson ist seit 2008 Mitglied im UN Global Compact. Wir stellen also jährlich einen sehr umfangreichen Bericht darüber, was wir, wo wir tun, wo unsere Ziele sind. Wir haben uns eigene Ziele gesetzt, Reduzierung CO2-Aufnahme bis zur Neutralisierung in 2050. Wir glauben schon, dass wir sehr genau hingucken, aber glauben ist nicht wissen. Und ich denke, wenn wir diesen Prozess gemeinsam gestalten, kriegen wir da auch alle Klarheit drüber. Ja, ich denke, Berichtwesen allein ist da nicht alles. Da werden sicherlich Sie noch mal was dazu sagen können, Frau Evermann. Was sind denn Ihre Wünsche da? Was muss denn da aus Ihrer Sicht getan werden, um tiefer in die Lieferkette reinzuschauen? Also das Erste ist, glaube ich ja, dass es tatsächlich meistens so ist, dass nur die erste Stufe in der Lieferkette diejenige ist, mit denen die Unternehmen und auch Epson direkt den Kontakt haben und mit denen auch nur diese sozialen Rechte besprechen oder denen vorgeben. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie es bei Epson aussieht, das würde mich dann auch wirklich interessieren. Und danach dann aber einfach nur einen Code of Conduct sozusagen rausgeben und sagen, macht mal. Und das ist natürlich nicht genug. Also es ist ja einfach so, wenn man in Niedriglohnländern seine Produktion herausgibt und eben auch Preisanreize nach unten gibt, dann hat man natürlich auch eine Verantwortung dafür, wie die Lieferkette bis ins Weitere runtergeht. Viel wird ja eben nicht nur produziert eben in dieser ersten Stufe, wo dann zusammengebaut wird, sondern eben auch, dann gibt es sehr viele Zulieferer und Sublieferanten und Ähnliches.
Und wir hören von denen oft, naja, uns wurde dann irgendwie ein Papier so gegeben, das sollten wir unterschreiben, aber irgendwie angucken oder kontrollieren tut das wirklich niemand. Und ich denke, das eine ist wirklich, dass die Unternehmen selber sich um diese Transparenz in ihrer eigenen Lieferkette kümmern müssen. Ich weiß von einigen, die dann auch ihre Sublieferanten auch kennen, ne? Weil die auch vorgeben, der nächsten Stufe, den Kontraktfertigern. Aber andere sagen, ach nee, so ab der dritten Stufe oder ab der zweiten Stufe, da wissen wir schon gar nicht mehr, wer das ist. Und da denke ich, da ist immer die Verantwortung, dass man dann aber seine direkten Zulieferer fragt, okay, wer ist denn das? Wir wollen das wissen. Wir wollen mit denen auch direkt in Kontakt treten. Wir wollen da auch die Überprüfungen vornehmen. Und vielleicht von der anderen Seite auch hören, okay, was ist denn dafür notwendig? Also wenn ein großer Preisdruck immer von den Markenunternehmen ausgeübt wird und wenn eine absolute Flexibilität gefordert wird, wenn sehr schnell umgeswitcht wird, wenn ein Zulieferer billiger, teurer wird oder höhere Löhne bezahlt werden, dann hat man natürlich, dann hat man da die Marktmacht als Markenunternehmen letztendlich, da was zu ändern. Darf ich da gleich drauf eingehen? Sie haben die Komplexität haben Sie wunderbar zusammengefasst. Perfekt. Es gibt nur eine Unternehmung in Deutschland, das uns jetzt Edge sagen könnte, geht da doch anders. Damit spiele ich natürlich auf Nager IT an, die eine fast Fairtrade-Maus haben und schon sehr weit runterkommen. Ich glaube, in einem Rohstoff schaffen sie es sogar schon bis zur Mine. Und das ist überschaubar und ein einzelnes Produkt. Und wenn man Frau Jordan fragt, dann antwortet sie auch immer, ich hätte nie gedacht, dass in einer einzelnen Maus so viele Teile sind. So, das ist das unser Problem und natürlich wollen wir diesen Weg beschreiten. Wir wollen klar zuordnen, dieses Produkt wurde in dieser Fabrik gebaut. Und wie die meisten Hersteller produzieren wir unsere Schlüsseltechnologien in eigenen Fabriken. Klar, das, was wir beschützen und behüten wollen, dass es nicht gleich von jedem nachgebaut wird, das machen wir natürlich in unseren eigenen Fabriken, aber das Komplettieren zum ganzen Produkt ist etwas, was heute ein dynamischer Prozess ist. Und wir gehen diese Schritte zurück, wir geben im Moment diesen Code of Conduct raus und wir wollen da auch mehr wissen. Und dafür brauchen wir auch jemanden, der mehr fordert. Denn einfach nur sich innerhalb eines Unternehmens hinzustellen und zu sagen, was ich immer mal wissen wollte, ist ein bisschen wenig. Sondern wir müssen natürlich diese enge Zusammenarbeit, die wir heute haben, pflegen und die auch hervorragend funktioniert, auch in dem Kreis der beteiligten NGOs, um diesen Prozess weiter voranzutragen und wirklich in die Tiefe runterzukommen. Und das würde ich jetzt mal allen beteiligten Unternehmen auch zertifizieren, dass es da keinen gibt, der das nicht wirklich will. Aber die Lösung kann eben auch nicht der Befreiungsschlag sein. Einfach zu sagen, so, ihr habt hier unsere Adressen, 4000 Fabriken, sucht euch mal selber raus, was wir gerade wo bauen. Das kann es nicht sein, sondern es geht wirklich um diese Transparenz. Und dann ist das so ein komplexer Weg, wie Sie ihn gerade beschrieben haben, mit wahnsinnig viel Dynamik. Und ich weiß ja nicht, inwieweit Sie vielleicht, Frau Pöll, schon aus dem Nähkästchen plaudern dürfen. Sie sprachen gerade davon, dass nächste Woche da was präsentiert wird. Können Sie da schon was dazu sagen, worum es da geht? Ja, da geht es um eine Erklärung zur sozialen Nachhaltigkeit von IT, die weiter ausgestaltet ist. Es geht einmal um die Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen und dann geht es aber auch darum, wir hatten bisher nur IT-Hardware drin, das ist jetzt auch ergänzt auf IT-Dienstleistungen, weil auch im Dienstleistungsbereich, da denkt man immer an irgendwelche hochpreisigen Berater, aber da gibt es dann auch Callcenter, wo auch, also da ist dann jetzt nicht Kinderarbeit relevant, sondern eher Mindestlohn und ähnliche Probleme, die ja auch dann den ILO-Kernarbeitsnormen widersprechen können. Und dann haben wir dabei, dass wir bei den Nachweisen, bisher haben wir Nachweise gefordert, einmal konnte man anbringen ein Label, sei es TCO Development, was ja ein sehr bekannter TCO Certified oder auch UN Global Compact, was Herr Elschner schon angesprochen hat. Und dann hatten wir aber bislang so, dass man einfach eine Eigenerklärung angab, ja, wir kümmern uns, wir beachten das, Haken dran. Und dann haben wir gesagt, ja, das ist ja keine Gleichwertigkeit zu irgendwelchen Labeln, da muss man irgendwie eine Plausibilitätsprüfung haben. Und deswegen haben wir Fragen formuliert, die dann die Firmen beantworten müssen, dazu ja, wie sie sich beispielsweise darum kümmern, dass sie praktisch Nachhaltigkeit auch in der Lieferkette herstellen. Mhm. Und dann haben wir noch, und was noch hinzukommt, dann auch ein Prüfungsrecht des Bundes, ein Recht auf Stichprobenprüfung. Mhm. Was meinen Sie, Frau Evermann, wenn Sie das so hören? Hört sich das schon mal, ist das schon mal ein Schritt in die richtige Richtung?
Ja, ich höre das jetzt ja nicht das erste Mal. Ja. Nein, das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Also gerade auch, dass die Eigenerklärung nicht mehr nur eine Eigenerklärung ist, ja, ich sichere das zu und kreuze es an, sondern dass jetzt das eben komplementiert werden soll mit konkreten Maßnahmen und Fragestellungen. Ich glaube, je konkreter, desto besser, weil man dadurch eben ja, einfach wirklich auch die Unternehmen dazu kriegt oder die Bieter, wenn es Händler sind, dass sie eben konkret sich doch mal angucken müssen, wie sieht das denn aus in meiner Lieferkette. Bei Ihnen jetzt ja noch eben nur auf der ersten Stufe, aber jedenfalls da schon mal. Ich habe ja auch schon öfter gesagt, bei den Zertifikaten da, das sollte sich auf jeden Fall auch mittelfristig ändern, weil der Global Compact ist, ich nenne es jetzt mal ganz böse, einfach nur ein Debattierclub erstmal. Man setzt sich zwar Ziele und das ist auch schön, aber es wird ja nicht, es sind ja keine konkreten Maßnahmen, die man sich vornimmt, die dann auch evaluiert werden und auch unabhängig evaluiert werden. Insofern, das ist ein gutes Anstoßen gewesen von Kofi Annan, dass er das damals gegründet hat oder mit angestoßen hat, aber das ist, das besagt überhaupt nicht, ob ein Unternehmen sozialverantwortlich handelt. Bei TCO Certified ist das eben anders. Das ist im Moment auch das einzige Siegel leider noch in diesem Bereich. Ja, wir wollen hier nicht auf dem Podium ein Debattierclub bleiben, deswegen an der Stelle schon mal die Frage ins Publikum, gibt es Fragen? Hier gibt es zwei Fragen. Ja, Sie kommen. Ich wollte gerade sagen, naja, weil es den Livestream im Internet gibt, gibt es da übrigens auch Fragen? Okay, alles klar. Sie melden sich dann einfach auch mit, ne? Danke. Nils Zimmermann von Mid-Ost. Eine Gruppe fehlt mir hier auf dem Podium oder in der Diskussion auch, auch wissend aus der, sagen wir mal, deutschen oder europäischen Tradition. Dieser soziale Wandel hin zu einem Race to the Top in den Arbeitsnormen hat ja nicht stattgefunden, weil öffentliche Hand und Unternehmer den initiiert haben, sondern weil natürlich die Produzierenden, die Arbeitnehmer sich zusammengeschlossen haben, weil die vielleicht auch eine eigene soziale Vision entwickelt haben und einzelne Unternehmer wie Robert Bosch, wie Siemens waren dann visionär genug, um zu erkennen, es bringt uns etwas, wenn wir unsere Arbeitnehmer A, mit vernünftigen Arbeitsbedingungen ausstatten, aber ihnen auch ermöglichen, sich selbst zu organisieren. Also sprich, haben wir nicht auch als Verbraucher die Möglichkeit, Empowerment zu fördern und sozusagen die Veränderung von unten in den Produzentenländern zu begleiten? Und also das wäre meine Frage, vielleicht auch an Sie eher die Frage, was tun Sie dafür, dass bei Ihren Zulieferern Arbeitnehmer sich zusammenschließen können, dass die sozialen Grundbedürfnisse nicht nur in der Fabrik, sondern auch im familiären Umfeld erfüllt werden. Was können wir tun als Verbraucher, als Consumers im Consumerism, um vielleicht hier eine direkte Brücke zu schaffen? Weil dazu brauchst du die Unternehmen nicht, dazu brauchst du nicht den Bund. Wenn in Deutschland genügend Leute sagen würden, wir zahlen 5 Euro mehr dafür, dass in der Fabrik von Epson die informelle Gewerkschaftsbewegung gestärkt wird, das wäre doch schon mal ein Anfang. Und wenn Epson das zulassen würde, könnten wir auch sicherlich bereit sein, eher ihre Produkte zu kaufen. Ist jetzt etwas schematisch gedacht. Frage ist verstanden. Dankeschön. Nächste, vielleicht auch kurz Ihren Namen noch, genau, ja. Und dann die Frage. Joachim Linz aus Bonn. Ja. Sie schreiben faire IT. Ja. Ich könnte provokativ fragen, fair gegenüber wen? Ist es fair gegen die Billiglohnarbeiter? Ja, das ist eine Sache. Aber ist es auch fair, sagen wir, gegen unsere Gesellschaft? Zum Beispiel, wenn wir, das ist ja ein großes Thema hier auf dieser Veranstaltung auch, ja, wenn ich ein Produkt, was irgendwie mit IT zu tun hat, da gibt es immer auch eine Vernetzung und da gibt es immer die Möglichkeit mit Backdoors und so. Jetzt muss ich fragen, ja, wird eigentlich auch gefordert, zum Beispiel bei einer Ausschreibung, ja, wir wollen sehen, dass dieses Teil, was wesentliche Daten, die etwas mit unserer Arbeit und auch mit unserer vertraulichen Arbeit zu tun haben, dass die nicht auf einem Server landen, ja, auch nicht für Maintenance-Zwecke, ja, der nicht unserem Recht verpflichtet ist, und zwar alleine unserem Recht.
Das kann zum Beispiel kein Server sein von irgendeinem amerikanischen Unternehmen. Also ich möchte nicht falsch verstanden werden. Ich habe gar nichts gegen amerikanische Unternehmen und so weiter. Ja. Mhm. Aber in dieser Frage, über die wir spätestens seit anderthalb Jahren diskutieren, seit Edward Snowden so. Ja. Aber wir sind hier Fair IT, Green IT. Ich würde es gerne voneinander trennen an der Stelle ein bisschen. Es ist ganz klar, es geht bei Ihnen nur um soziale Aspekte. Gar nicht um die Frage, der IT-Sicherheit. Ja. Das ist nebenan das Panel. Okay. Also jetzt genau. Parallel. Okay, gut. Genau. Alles klar. Ja, ne? Dankeschön. Ja. Sorry. Okay, nächste Frage bitte. Genau, Michael Leben von der Firma Context, und zwar an Epson vor allem. Sie sagten, Sie arbeiten an der Darstellung der Lieferkette. Ist auch in irgendeiner Form geplant, das dann zu veröffentlichen, dass ein Endkunde oder andere Unternehmen es einsehen können? Und dann würde mich auch interessieren von Frau Pöll, wenn also das Amt schon Kontrollen ausübt, also um faire Zulieferer zu finden vielleicht, ob Sie denn diese Kontrollen, die ja sicherlich ziemlich aufwendig sind, ob da Normen eingehalten werden, ob Sie das irgendwie veröffentlichen oder veröffentlichen würden. Mhm. Dankeschön. Ja, steigen wir ein mit der Beantwortung. Wollen wir chronologisch? Und Sie fangen als erstes, oder fangen wir mit der letzten Frage an, Frau Pöll? Ja, machen Sie. Egal, machen wir ja nicht. Okay, also ja, geht um die Überprüfung. Also es ist jetzt so, dass wir ein Prüfungsrecht ja jetzt erst praktisch bekommen in dieser neuen Erklärung. Deswegen sind wir jetzt dabei, dann eben eine Prüfungsinstanz aufzubauen, wie wir das machen wollen. Also Frau Evermann wurde ja eben schon erzählt, die ist bei Electronics Watch auch involviert. Und das ist ja auch eine Organisation, Zusammenschluss von NGOs aus verschiedenen Ländern, die eben so eine Überprüfungsorganisation aufbauen, die dann auch weltweit stattfindet. Und da ist es dann eben die Frage, inwieweit wir uns da involvieren oder ob eigene Sachen aufgebaut werden. Das werden wir demnächst entscheiden. Und wie es dann mit der Veröffentlichung aussieht, das wird dann eine weitere Frage sein. Mhm. Gut, erstmal dazu und zwei Fragen an Sie. Wollen wir gleich. Wir können, ich kann auch die abarbeiten erstmal nicht. Genau. Ja, natürlich über den UN Global Compact und dem sehr umfangreichen Bericht, der da erstellt wird und von dem ich glaube, dass wir uns da nicht in Lügen oder Ähnlichem ergehen, sondern durchaus nach bestem Wissen und Gewissen zusammenschreiben, wie wir uns engagieren. Ist es klar definiert, dass wir Arbeitnehmern das Recht geben, sich zu vereinigen und ihre Interessen zu vertreten. Die Frage ist, wird das nachher dann tatsächlich eingehalten in den Ländern? Und dafür wird es notwendig sein, dass wir gemeinsam auf diese Produktionsstätten schauen, dass wir uns auch ein Bild davon machen. Ich bin ein ganz klarer Verfechter davon, dass auch der öffentliche Auftraggeber sich in diese Fabriken begibt und dort hineinschaut und auch signalisiert dem Fabrikverantwortlichen, es ist nicht egal, wie du dich hier aufführst oder was du tust, sondern da schauen wir drauf und das hat etwas mit der Werthaftigkeit des Gegenstands zu tun, der da produziert wird. Vor dem Hintergrund kann ich sagen, ja, wir tun das. Und ich kann auch sagen, ich hoffe, wir halten es auch ein. Das ist ein Prozess, der zu überprüfen ist. Sie haben mich gefragt, wie die Lieferkette aussieht. Diese Lieferkette wollen wir darstellen, wir wollen sie transparent machen. Wir werden sie auch sicherlich nicht auf einen Schlag veröffentlichen können, sondern wir müssen das Step by Step tun. Mitbewerber von uns haben verschiedene Strategien uns vorgemacht. Ich persönlich hoffe, dass wir noch eine ganz andere finden, weil ich beide Strategien für einen Schnellschuss halte, den man, wenn man ein wenig drüber nachdenkt, es vielleicht verbessern kann. Wir würden es gerne auch besser tun. Aber dafür müssten wir zum Beispiel eben auch uns bestimmte Produkte herausgreifen. Eine Premiere in der Beschaffung war ja die Druckerbeschaffung, in der die Erklärung erprobt wurde, hätte ich jetzt fast gesagt, angewendet wurde. So liegt es bei uns natürlich auch nahe, das mit Druckern zu tun. Aber dafür müssen wir eben auch die Menschen abholen in unserem Unternehmen zum Beispiel, die sich für den Bericht im Rahmen des UN Global Compact engagieren und denen klar machen, das ist richtig, das war 2008 eine tolle Initialzündung, das müssen wir jetzt überführen in konkrete Bezug zum konkreten Produkt.
Und in diesem Prozess stecken wir. Ja, dann zum großen Thema Verbrauchermacht, Frau Evermann. Ach so. Oder wollten Sie ja, es sind gerade so viele Themen jetzt gerade da. Ich wollte erstmal sagen, dass ich finde, dass Sie was ganz Richtiges gesagt haben, nämlich, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter selber eben auch zu Wort kommen müssen. Das ist natürlich oft schwierig bei solchen Veranstaltungen hier, weil ich muss sagen, die Arbeitsrechtsorganisationen in China, in Philippinen, Malaysia und ähnlichen, mit denen wir zusammenarbeiten, die haben auch anderes zu tun, als dann immer nach Deutschland zu reisen oder ähnliche Orte, um da vorzutragen. Das ist dann auch so der Versuch, den wir manchmal haben mit unserer Zusammenarbeit, dass man sozusagen deren Infos, die sie haben oder deren Probleme eben versucht, hier weiterzutragen, auch in der Öffentlichkeit. Aber in den Betrieben ist das ein ganz, ganz zentraler Punkt, dass eben nicht nur vom Management entschieden wird, was ist gut für die Arbeiterinnen und Arbeiter, sondern dass eben gerade die zu Wort kommen, dass die Möglichkeiten haben, darauf Einfluss zu nehmen, was ihnen wichtig ist an sozialen Rechten. Im besten Fall natürlich auch mit Gewerkschaften oder anderen Arbeitnehmerinnenvertretungen. Das ist in manchen Ländern schwierig, weil zum Beispiel in China ist da eben nur so eine zentrale Gewerkschaft gibt, die nicht unabhängig ist. Aber auch da gibt es schon so erste Schritte in manchen Provinzen und in den einzelnen Betrieben ist das wirklich ein ganz zentraler Punkt. Und ich finde zum Beispiel, in der Bekleidungsindustrie gibt es ja diese Fair Wear Foundation, die wirklich eine, ja, also die eben gerade diesen Punkt auch mit aufnehmen, aber die auch ansonsten eben sehr, sehr nachhaltig sind. Also wo es eben gerade nicht um diese einzelnen Kontrollen geht und einfach nur einmal in Betrieb gehen, was ich sehr, für sehr schwierig halte, sondern wo die Unternehmen eben ganz langfristig sich das angucken, wie ist ihre Lieferkette und dort mit den Arbeiterinnen und Arbeitern zusammen das verbessern und sich auch unabhängig kontrollieren lassen. Bei den Verbrauchern, das ist bei diesem Bereich, finde ich, noch schwierig, weil es eben nicht das Produkt gibt, wo man schon sagen kann, ja, durch meine Kaufentscheidung ändere ich das jetzt. Und wir hatten vorhin schon drüber gesprochen, wie viel große Elektrikketten, was für einen Marktmacht die eigentlich haben, weil da so viel verkauft wird. Aber wie kriegt man das hin, dass alle Verbraucher dasselbe wollen und das eben auch äußern können durch ihren Einkauf? Jetzt hatten wir so ein bisschen durch das Fairphone, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Das kommt ja auch eher so aus einer NGO-Bewegung heraus, dass die eben ähnlich wie bei der fairen Maus gesagt haben, doch, es geht und wir wollen uns das vornehmen und da erste Schritte gehen. Und eben auch zeigen, ja, Konsumenten interessieren sich auch für diesen Teil. Und soweit ich gehört habe, hat das auch teilweise was angestoßen bei manchen Produzenten und anderen Markenunternehmen, die sowas produzieren, dass sie merken, da ist ein Interesse bei den Verbrauchern. Aber man muss auch sagen, es gibt sehr viele Verbraucher, die sich nicht dafür interessieren. Und das ist, aber die, die sich dafür interessieren, die haben es schwierig mit dem Einkauf. Also zumindest was soziale Rechte jetzt angeht. Also wenn mich jemand fragt, sage ich immer, guck drauf, dass es etwas ist, was halt, wo Komponenten austauschbar sind, du eine lange Garantiefrist hast, dass du eben hochpreisige Sachen eher kaufst, also dass man eher auf diese gleichzeitig ökologische Nachhaltigkeit auch geht, wodurch man aber eben gleichzeitig auch viele andere Sachen verhindert und Elektroschrott zum Beispiel auch verhindert. Aber es gibt eben noch nicht das Produkt, das ich irgendwie empfehlen könnte oder denen das Markenunternehmen. Genau, und ich wollte noch sagen, genau, Electronics Watch, das jetzt wäre der dritte Punkt, genau, das ist tatsächlich, wir haben 7 europäische NGOs, die gerade eine Monitoring-Organisation aufbauen, wo wir eben mit den Arbeitsrechtsorganisationen vor Ort zusammenarbeiten und dann eben diese Kontrolle übernehmen wollen, wie die sozialen Rechte in den Produktionsfirmen dann eben durchgeführt werden. Und da finde ich eben auch, dass das Wichtige ist, dass man hier nicht alles neu erfindet und dann irgendwelchen Menschen in den Ländern dort überstülpt, die schon seit Jahren dazu arbeiten, die Rechtsberatung vor Ort dazu geben, die viele Kampagnen dazu machen, sondern dass man eben deren Know-how mit einnimmt und dass man mit reinnimmt und auch ja, also einfach vernünftig dann auch in Fabriken reinguckt. Das ist nämlich auch das, wo ich dann Ihnen ja auch schon gesagt habe, ich denke, es macht keinen Sinn, dass öffentliche Beschaffungsbehörden das selber machen. Weil die haben einfach natürlich nicht das Auge dafür. Ich hätte noch nicht mal das dafür. Also das ist schon etwas, wo man
Ja, also das, wo man das dann sozusagen den Experten oder auch den Leuten, die selber davon betroffen sind, überlassen sollte. Hm. Ist das schon mit berücksichtigt bei den, also sind die schon so detailliert, die neuen Bestimmungen, die da in Kraft treten werden oder die neue Erklärung, die da unterschrieben werden soll? Also es ist jetzt nicht festgelegt auf irgendeine Überprüfungsorganisation, die das macht. Also wir sind mit Electronics Watch im Gespräch, aber Electronics Watch ist eben auch erst im Aufbau und deswegen haben wir da noch nichts festgezurrt sozusagen. Also wirklich noch ein recht jungfräulicher Bereich, sage ich jetzt mal. Ich möchte noch mal gerne auf einen Aspekt kommen, der wurde vorhin schon ganz kurz angesprochen, und zwar, wenn ich heute jetzt einen Computer kaufe, dann ist natürlich die Frage, inwieweit kann ich tatsächlich zurückverfolgen, wer den wo wie produziert hat, beziehungsweise es ist ja so, dass da, wo eben heute die Computer zusammengeschraubt werden, morgen Monitore geschraubt werden, die intelligente Zahnbürste und so weiter und so weiter. Und wie kann ich denn genau an solchen Stellen die Einhaltung der sozialen Nachhaltigkeit überprüfen? Wie genau passiert das? Frau Evermann, wollen Sie da? Das ist jetzt ja sehr eine Frage, die sozusagen speziell beschaffungsrechtlich einfach ist. Das ist jetzt eigentlich keine grundsätzliche Frage, wenn es um die sozialen Rechte geht. Da ist es halt so, dass das Vergaberecht, also das für öffentliche Beschaffer, einfach sehr restriktiv ist bei manchen Sachen und unter anderem eben fordert, dass es einen ganz konkreten Leistungsbezug des Produktes gibt. Aber was ich fordere, das muss ich ganz konkret auf das Produkt beziehen, das ich einkaufe. Und ich halte es aber ein bisschen für so eine juristische Spitzfindigkeit, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil zum Beispiel die neue EU-Richtlinie gibt ja ganz klar vor, man soll es kontrollieren auch, was man eingefordert hat. Wenn ich irgendwelche, da dann vielleicht die ILO-Kernarbeitsnorm oder eben andere Rechte, die wichtig sind, eingefordert habe, muss ich das auch kontrollieren. Und es gibt einfach, gerade bei kleineren Einkäufen, auch manchmal Sachen, die dann vom Lager gekauft werden. Und dass man dann vielleicht manchmal nicht ganz genau das Produkt bekommt, sondern das Nachfolgeprodukt, das aber in derselben Firma, in derselben Produktionshalle produziert wird. Das ist sozusagen so ein Widerspruch, der da dann drin ist, der vielleicht nicht vernünftig nachgedacht ist. Und es gibt auch einen, also die neue Richtlinie ist so aufgebaut mit erst Erwägungsrunde und dann eben die Artikel. Und in Erwägungsrunde 97 ist eben auch Bezug genommen auf schon produzierte Waren. Also ich weiß nicht genau, ob Sie sich nicht das so ganz viel darüber nachgedacht haben, dass solche Konstellationen auch mal entstehen können, aber zumindest ist das, ich sehe da kein Problem eigentlich. Frau Pöhl, wollen Sie da noch was zu sagen von Beschaffungsseite konkret, oder? Nein, ich sehe das auch so. Also letztlich, wenn man das auf das Produkt, also wenn wir jetzt im Beschaffungsamt eine Beschaffung rausgeben und das wären dann die Seriennummern 1536 bis 1723 und die liegen schon auf Lager, wie will ich das noch prüfen? Ne? Also das ist dann schlicht ad absurdum geführt. Also das muss möglich sein. Also wenn ich weiß, das ist in der Fertigungshalle dann und dann produziert worden und ich gucke mir diese Bedingungen da in dieser Fertigungshalle an von dem und dem Auftragnehmer, weil manchmal ist es ja unterschiedlich. Es wird tatsächlich in den Fertigungshallen, wenn ein anderer Auftraggeber da ist, anders produziert. Aber wenn man weiß, für den Auftraggeber wurde produziert, dann müsste man es nachverfolgen können. Weil sonst kann man Prüfungen letztlich gar nicht mehr durchführen. Ja. An der Stelle nochmal die letzte Chance, sage ich jetzt mal aus dem Publikum oder hinten aus dem Livestream. Gibt es noch Fragen? Eine Der Herr im grünen Hemd wieder, den hatten wir vorhin schon mal. Bitte warten Sie aufs Mikro, damit es im Livestream mit verfolgt werden kann. Dankeschön. Ja, Yannick Franken. Jetzt ist es vielleicht auch wichtig zu erwähnen, dass ich von Oracle komme, also von einem großen IT-Anbieter. Ich hätte eine recht einfache Frage, die mich einfach mal interessieren würde, gerade auch an Frau Pöll. Haben Sie das Gefühl, Sie haben eher einen Einfluss darauf, wenn Sie heterogene Systeme schaffen in der Infrastruktur, zum Beispiel in der IT-Infrastruktur, sodass Sie durch ein großes Verhandlungsmandat einen Hersteller auch vor sich hertreiben können? Oder versuchen Sie das eher auf individueller Basis? Jetzt gerade klang es so ein bisschen nach Letzterem, nach dem Motto, man versucht ein heterogenes System zu schaffen und sucht sich da aber dann das Beste, das Nachhaltigste heraus.
Also das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden. Können Sie das nochmal ein bisschen näher erläutern? Also ja, wir haben natürlich ein heterogenes System, aber wie kommen Sie jetzt drauf, dass wir doch auf Einzelfälle, dass wir uns das Beste raussuchen? Ja, im Endeffekt ist es ja auch eine Frage des wirtschaftlichen Mandats, was man in der Hand hat. Also ich komme ja von einem Konzern und habe mich viel mit diesem Thema Green IT beschäftigt und da ist man... versucht man sich natürlich in die Perspektive des Kundens reinzuversetzen. So wie ich meinen Konzern kennengelernt habe, würde ich immer sagen, platt ausgedrückt, gehe ich einen größeren Pakt mit dem ein, gebe ich mehr Geld aus, habe ich eher die Möglichkeit zu sagen, ich will aber gerne, dass dafür bestimmte Standards eingehalten werden. Ich weiß nicht, wie der Kollege von Epson das wahrnimmt. Also, oder ich mache jetzt als BMI einen großen Rahmenvertrag oder sowas und versuche aber dadurch zum Beispiel Einfluss auf die Wertschöpfungskette zu nehmen oder auf die entsprechende Auslastung oder sage, es müssen Subunternehmer hinzugenommen werden, die für Nachhaltigkeit sorgen. Würden Sie sagen, das ist fürs BMI eher der Weg der Wahl oder versuche ich Einzelprodukte rauszunehmen, also klassischerweise zum Beispiel, ich will jetzt ein neues IT-System schaffen, gehe ich dann zu einer Firma, wo ich sagen kann, da habe ich das Gefühl, die kriegen die Server besonders gut hin, ich hole meinen Rechenzentrumspezialisten, der vielleicht den Gebäudebau für mich besonders gut macht, ich hole mir vielleicht auch einen Software-Spezialisten, der jetzt dafür sorgt, dass ich das Ganze mit einer besonders guten Auslastung betreibe. Was glauben Sie, wo ist der Effekt größer, also wo kann ich sozusagen mehr Green für mein Geld kriegen? Ja, das Letztere, das können wir rein als öffentlicher Beschaffung aus vergaberechtlichen Gründen gar nicht machen. Also wir müssen ja ausschreiben, und meistens in diesen großen Rahmenverträgen auch europaweit, weil wir immer über dem Schwellenwert liegen. Und da geht es dann nur darum, dass wir eben funktionale Forderungen stellen können. Wir können nicht mit einzelnen Anbietern zusammenarbeiten. Natürlich guckt man sich den Markt an, was überhaupt verfügbar ist, was man fordern kann. Aber es nützt ja nichts, wenn man hohe Forderungen aufstellt, die letztlich keiner erfüllen kann. Aber dann wird es die Ausschreibung dann zeigen, welcher dann ja die Wirtschaft, welches dann das wirtschaftlichste Angebot ist, wobei wirtschaftlich ist für uns dann natürlich auch, dass eben bestimmte ökologische und soziale Aspekte auch mit betrachtet werden. Ja, dann sage ich mal an dieser Stelle herzlichen Dank für die Fragen. Wir kommen hier jetzt zur Abschlussfrage mit einem Blick auf die Uhr. Es ist schon 14:45, Sie müssen auch gleich los. Wenn wir nochmal jetzt auf den anfangs zitierten CT-Artikel zurückkommen und ich stelle Ihnen jetzt hier die Frage, kann IT fair und nachhaltig sein? Die Antwort müsste ja jetzt ja lauten. Ne? Und was sind dann in dem Falle aus Ihrer Sicht die wichtigsten nächsten Schritte auf dem Weg dahin, also in Richtung Fair IT und Green IT, die jetzt unternommen werden müssen? Frau Pöll, möchten Sie gleich anfangen? Ja, es geht weiter darum, es Bewusstsein zu schaffen. Das ist auch schon gut geschafft worden. Wenn überhaupt darüber diskutiert wird, hat man schon mal viel erreicht. Wenn man dann eben solche Erklärungen anwendet, dann wird den Firmen auch bewusst gemacht, der Staat fordert auch was. Und dieses ist jetzt eine Erklärung, die haben wir mit Bitkom ausgehandelt. Wir wenden die an. Es ist aber keine rein aufs Beschaffungsamt zugeschnittene Erklärung. Die kann von jedem öffentlichen Auftraggeber in Deutschland benutzt werden. Und wir haben eine Online-Plattform von der Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung. Da wird die auch eingestellt und da kann jeder andere Nutzer in Deutschland die auch gern benutzen. Ich möchte in dem Zusammenhang nochmal auf eine Veranstaltung zu diesem Thema auch hinweisen, die am nächsten Dienstag bei uns im Beschaffungsamt stattfindet, am 18.11. Da geht es auch um dieses Thema, um faire IT und da wird auch nochmal über diese Sache diskutiert werden. Dankeschön. Und die Frage, die ich immer noch mit dran schließe, ist, und welchen Schritt werden Sie ganz konkret als nächstes tun? Aber da haben Sie gerade schon zwei genannt. Einmal die Veranstaltung, die Online-Plattform. Das genügt mir an der Stelle. Herr Elschner, was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Schritte und welchen tun Sie als nächstes? Die vorgelagerte Frage war, gibt es irgendwann Fair IT? Das stimmt ja. Ja. Ich habe die einfach mal mit Ja beantwortet. Es würde überhaupt keinen Sinn machen, einen nächsten Schritt zu gehen, wenn nicht irgendwo auch ein Ziel wäre. Ja, ich glaube, irgendwann wird die vernetzte Welt auch dafür sorgen, dass es überall zu anständigen Bedingungen gibt, unter denen man solche Produkte dann produziert und die dann genauso fair anteilig sind wie ein Produkt, das in Deutschland hergestellt worden wäre. Der nächste Schritt für uns ist ganz klar,
die Kommunikation in Richtung Fabrik, die Kommunikation der Erklärung, die der Bund fordert mit jeder weiteren Ausschreibung, an der man sich beteiligen will. In unserem Jargon heißt das ja dann Opportunities. Und wenn die daran geknüpft sind, dass ich diese Erklärungen leben muss, dann ist damit der Schritt von Frau Pöll automatisch ein Schritt von uns geworden. Und so wollen wir das auch weiter begleiten. Und irgendwann ist sicherlich nach dem ersten Karton die Hauptbauteile dran. Und nach den Hauptbauteilen kommt... Na, was? Das war schon die Überleitung, ganz geschickt, ja. Die nächsten Schritte. Ja, und genau. Ihrer. Also ich denke auch, das Wichtige ist, dass Strukturen verändert werden. Und das schließt aber nicht aus, das aus, was jetzt bisher gesagt wurde, also eben die, dass man überhaupt ein Bewusstsein schafft, dass man erste Schritte geht, das ist eben das Wichtige, und dann muss man aber eben auch das Ziel tatsächlich vor Augen haben, und das kann nur erreicht werden, wenn tatsächlich auch Unternehmen da ihre Einkaufspraxis grundlegend verändern und auch ihre Kommunikation grundlegend verändern in ihrer Lieferkette. Wie gesagt, diese zwei Punkte von Preise immer mehr drücken oder eben auch totale Flexibilität zu erfordern, das sind einfach Grundprinzipien, die vielen Sachen widersprechen von sozialen Rechten. Und das ist, denke ich, ein Problem ist natürlich, das kann möglicherweise nicht ein Unternehmen alleine machen, weil es da einfach viele Wettbewerbsvorteile gibt, die man dann dadurch verliert. Man gewinnt natürlich auch einen, wie jetzt das Fairphone zum Beispiel vorgegeben hat, wenn man einen gewissen Kundenkreis dann auch findet dazu. Aber wichtig ist eigentlich, dass die gesamte Industrie sich da verändert und nicht nur die Vorteile von Niedriglohnländern mitnimmt, sondern eben dann gleichzeitig auch ihrer Verantwortung wirklich bewusst sind und das rein in die kleinsten Klitschen vor Ort, die auch noch produzieren. Ich denke, also von den nächsten Schritten, gut, wir arbeiten gerade an dem Aufbau von Electronics Watch, um einen Schritt nur zu gehen, dass man da eben das Monitoring vor Ort wirklich nachhaltig macht und dass das auch ernst zu nehmen ist, wenn gesagt wird, in dieser Fabrik sind gewisse Sachen okay, vielleicht dann aber auch sagt, das ist noch nicht in Ordnung, das heißt, da müssen noch Sachen verbessert werden. Was ich aber auch denke, ist, dass es möglicherweise notwendig wäre, hier auch so einen Multi-Stakeholder-Ansatz zu wählen, wo also sowohl die Gewerkschaften als auch die Unternehmen und NGOs an einen Tisch sich setzen und so ähnlich wie in der Textilbranche bei Fair Wear Foundation einfach ganz tatsächlich sich Ziele setzen, das immer nachhalten und Schritt für Schritt weitergehen. Weil ich denke, also ich meine, die Kommunikation zwischen uns und Unternehmen ist ja auch schon da, aber es könnte noch intensiver werden, denke ich. Und ein Unternehmen wird das nicht alleine machen können, aber Zivilgesellschaft von außen kann eben auch immer nur appellieren und es kommt nicht weiter, wenn man sich nicht an einen Tisch setzt, um auch konkret neue Schritte zu gehen dann. Ja, herzlichen Dank. Wir sind jetzt an zwei Tischen gesessen, aber immerhin ganz herzlichen Dank Frau Evermann, Frau Pöll und Herr Elschner, und ganz herzlichen Dank auch Ihnen, dass Sie mit hier dabei waren, dass Sie auch mit diskutiert haben. Ja, bleiben Sie weiter aktiv bei diesem Thema, kann ich nur sagen. Gerade eben hat Frau Weber nebenan zitiert, ich weiß gar nicht mehr genau wen, the best way to predict the future is to invent the future. Und in dem Zusammenhang kommt natürlich auch das Zitat von Joseph Beuys: Die Zukunft, die wir wollen, muss erfunden werden, sonst bekommen wir eine, die wir nicht wollen. Jetzt haben wir also alle bei Kaffee und Kuchen die Gelegenheit, nochmal weiter zu diskutieren, miteinander ins Gespräch zu kommen und zu erfinden. Herzlichen Dank, und lassen Sie es bei Kaffee und Kuchen nochmal gut gehen, kommen Sie miteinander ins Gespräch.